Jetzt haben wir hier den Mauszeiger im Bild. Was schlecht ist, aber wenn der Fritz die Maus bewegt, warte mal, dann... Ich kann, warte mal, ich kann mal suchen. Gehen wir ins Menü? Ja. So. Nee, Moment. So. Ich sehe es jetzt rüber, oder? Moment. Jetzt mache ich es aus. Das war der Trick beim letzten Mal. Jetzt mache ich die Maus aus. So. Jetzt gehen wir wieder rein. Nee, scheiße. Das wäre jetzt so super Meta gewesen. So. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Hey, hättest du jetzt quasi meine Entscheidungen overrulen können, indem du... Mit der Maus? Ja. So, dann sehr leid, das hatten wir schon mal den Fehler. Beim letzten Mal ging es einfach durch Zufall. Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might find coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Aber ich glaube, ihr werdet es überleben. Guck mal, jetzt ist das war wieder da. Jetzt können wir aber trotzdem rein. Was ist nicht mehr? Ah, neuer Text. Because the boss knows that what the boss says goes. If the boss has suffered losses, then that's what the boss chose. Lustiges Gedicht. Na, das mit dem Mauszeiger macht mich wahnsinnig. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Das ging schnell. Das ist ja geil. Kommen wir jetzt auch. Muss ja jetzt hier durch, oder? Ja. Genau, ich wollte ja mal zu diesem Escape-Dings. Ehrlich mal, Schluss ist hier. Wir sind. So witzig, dass das Spiel irgendwie immer instabiler wird und ja, ja. Das Spiel. Das ist bestimmt auch alles Absicht. Mich würde mal interessieren, wie Martin und Michi, wie bei die gekommen sind. Bestimmt längst nicht so viele tolle Geheimnisse entdeckt wie wir. Jetzt sind wahrscheinlich immer stur den gleichen Weg lang gelaufen. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja, denkste. Escape, Freundchen. Although this passageway had the word Escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Boah, dann dreh ich mal um. Geh wieder zurück. Nee. Da erwartet uns doch nur, was wir schon kennen. Dann lieber sterben. Du bist... Ja, Neugier halt. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Sieht gar nicht so gefährlich aus, oder? Nö, gar nicht. Ja, wie war's das jetzt? Aha, siehst du? Nix tot. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Oh nee, müsst also. Das ist jetzt auch ein bisschen. Oh. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant,
Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ja, oder auch nicht. Denkst du? In der Richtung? Was ist denn das jetzt für eine geile Scheiße? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Aha. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? What the fuck? Nature paintings, okay. Das sind die ganzen Bilder, die überall hängen. Ist das jetzt eine office layout? This blueprint shows the office from the beginning of the game. The path from Stanley's office to the two doors was the first part of the game that was built. Sections have been added and altered throughout development, though the core layout remains almost identical to the first iteration. Geil. Guck mal, okay, das sind die Corridor. The pacing of this opening section was important to get right. This corridor has been moved in order to make sure the player reaches the two doors in a good time. Ja, das vergisst man, glaube ich, immer. Was eine good time ist und dass das der Level Designer sich schon auch ausdenken muss. This set of two doors was the very first concrete piece of the Stanley Parables design. Once this room was created, the rest of the game emerged as an extension of it, an exploration of the contradiction this room posed. Das ist ja witzig, das ist ein Museum mehr oder weniger zum Spiel, im Spiel. Wie nett. Kann man schon vorstellen, dass halt der Autor oder die Macher, dass du halt im Entwickeln, dass dir ständig neue Ideen kommen, basierend auf diesem so, ja was, wenn der Erzähler sagt, der geht da durch und dann geht er aber da nicht durch. Schon aus diesem Spiel ausgedacht. Credits, Davey Redden und William Pug. Man weiß nicht, was die noch vorhaben, oder? Oder weiß man das? Weiß ich jetzt nicht. Ach, guck mal, da ist aber der Rechner mit dem Solitär drauf. Ist doch so cool, wie schön es halt in den Räumen. Ja. Boss's Office. Oh, schau mal, da gibt es noch eine dritte Variante. Beziehungsweise, das ist ja auch nochmal eine andere Variante. Ja, es sind Screens from the Development, also ach so, wie es ursprünglich mal geplant war. Finde ich die aber die ödeste, ehrlich gesagt. Ja. Also dass die hat... Ja gut, die sieht aber noch am ehesten glaubwürdig aus, würde ich jetzt mal sagen. Employee Lounge. Boah, ich muss, darf mich hier nicht verlaufen. Underground. Was denn sowas kann es ruhig öfter geben. Man hört die denn in unterschiedlichen Ecken? Nee, so sozusagen so mehr im Spiel Kommentar von den Entwicklern, ne? Den Entwicklern. Wenn es auch noch cool gemacht ist. Hast du das mit Dings mitbekommen, mit Kentucky Route Zero? Wie krass das ist? Nee. Das, wir wundern uns immer, warum das so lang dauert, bis die einzelnen Teile erscheinen. Ja. Ja, es ist halt anscheinend ungefähr das, einflussdichteste Spiel überhaupt. Also es gibt ganze Abhandlungen und Essays und was weiß ich nicht, alles auch von Bekannten von uns. Dennis Kogle arbeitet damit und so, die nur jede Episode von Kentucky Route Zero zerpflücken, was da alles für Anspielungen in Literatur, Kunst, Soziologie und so weiter. Das ist anscheinend extrem warte mal, krass. Den Eingang hast du, glaube ich, noch, der fehlt da noch, ne? Nee, zurück. Den, ja genau, ja okay. Da die Treppe hoch. Gar nicht also das oder? Ist
Das war ja auch mal so eine Idee, mal das zu spielen, aber wir wollten ja warten, bis das mal komplett ist und das dauert ja noch eine ganze Weile. Aber da brauchst du, glaube ich, zu dumm, ehrlich gesagt. Ja, da brauchst du tatsächlich also, Begleitliteratur. Ja. Müsste man sich tatsächlich als Konzept mal vornehmen, beziehungsweise müsste. Ich muss ganz ehrlich gesagt, das würde mich nicht sofort reizen. Nee? Nee, also. Ah! Countdown Desk, okay. The Countdown Ending. Achso, das ist das, was wir schon gesehen haben. Wie ich was? Weiß nicht, das Spiel halt oder das dann. Also, ich mag es ja schon, wenn ein Spiel auch mal irgendwie ein bisschen clever ist, aber ich bin nicht so ein Riesenfan davon, wenn ich Sachen nur verstehen kann, wenn ich das drumherum kenne. Ja, okay. Es funktioniert das aber so von der Stimmung her schon auch ziemlich gut, auch, so. ohne das. Aber es ist ja, es ist voll interessant, was da anscheinend alles drinsteckt. Sending. Ah, das haben sie, okay, das war mal ein Ende vom Spiel, das haben sie ja mit einem anderen verwoben, mit dem großen roten Knopf. Sending Levers. Boah. Escape Menu. For a long time, with an ending that only ended when the player restarted from the escape menu. Unfortunately, very few players realized this was what they were supposed to do, which was frustrating for everyone. Ja. Ja gut, ist ja bei dem Spiel jetzt aber auch keine, keine Überraschung. Trailers. We ran 4 major teaser trailers over the course of the game's development, each meant to convey something about the spirit of the game. This is the first one, released in May 2012, features a series of broken rooms and the voice of the narrator informing you that he is preparing a new version of the Stanley Parable. Der Ton auch. Nee, kein Ton, oder? Nee. Oder muss ich mich da woanders hinstellen? Nee. Das ist so cool gemacht. Also. Hm. Schon vollkommen zurecht. Dass es so gut ankam. Es ist aber halt auch wieder was, was wieder nur als Spiel geht. Und das tun sich ja Leute, die selber nicht spielen oder sich nie mit Videospielen beschäftigen, immer ein bisschen schwer zu verstehen, was denn da der Reiz ist. Wieso sollte man denn was spielen wollen? Ja, weil halt du halt manche Arten von Narration nicht machen kannst, wenn es den Spieler nicht gibt, der sich Dinge ausdenken kann oder selber entscheiden kann in manchen Optionen. Hier. Das ist ja nicht nur eine, also klar, bei Narration ist nochmal was anderes, aber es gibt ja auch Spiele, die, selbst wenn du sie siehst, du kannst das nicht verstehen. Ja. Hatte ich heute irgendwie, weiß gar nicht mehr genau warum, aber dieses, was ich so immer so nett fand, war dieses Assault Android Cactus. Das ist immer noch im Early Access, das ist so ein Top-Down Twin-Stick-Shooter. Ja. Und man kann, glaube ich, nicht verstehen, warum das Spiel so toll ist, bis man es mal gespielt hat. Okay. Weil es sich einfach komplett richtig anfühlt. Und so einen, so einen Drive entwickelt. Oh, lass mal runterlaufen. Okay. Okay. The Cargo Lift. Aha. Mann, wie lange die da rumgebaut haben, oder? Ja, okay, oder? Boah, das ist ja halt zum Beispiel was, wo ich auch so Probleme mit hätte, wenn irgendwas fertig ist, das dann wegzuschmeißen und zu sagen, nee, komm. Ja, puh. Boah, wird mir das wehtun. Das kann man oft nicht vermeiden. Wo waren wir denn? Weißt du, waren wir schon überall? Was ist denn hier los? Narrator emails. After the second trailer, we sent out what asked people to email the narrator for questions. While we had initially planned to use these in further promotional materials, we never found the perfect use for them. Here's a selection of those emails. Dear narrator, will the Stanley Parable have infinite quests? How many endings? If the Stanley Parable is really going to let me go shopping, I hope it will have a fine selection of desert boots. How do you type with boxing gloves on? Okay. Will the game feature capybaras? Was sind capybaras? Keine Ahnung. Naja, nun. Screenshot of the Stanley Parable HD Remix. More endings, fewer narrators, more Stanley, less Stanley. Den gab's nie, oder? Ach, hier Greenlight.
In September 2012, we submitted the Stanley Parable to Greenlight Valve's process of approving games for Steam. The Greenlight page had only a series of cryptic photos, which were still enough to win the community's approval. Yep. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß die Mod überhaupt war. Also bevor es komplett ausgehe. Oh, was ist denn das mit der Warzone? Ausgearbeitet war, schaue ich mir auch gleich an. Jetzt lass mich nochmal gucken. Ach mal, jetzt kommen wir ja okay, Hauptzahl an. Maintenance Room. Early in development, we designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was far too jokey and on the nose for the tone of the game. Plus, some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Ah, hier aber eine Tron-Level wäre auch schön gewesen. Ich wäre ja froh, dass sie das nicht reingenommen haben. Ah. Das ist hätten wir auch noch verkraftet. Ja, aber das ist dann zum Beispiel was, wo ich dann echt. Da wird es mir dann wahrscheinlich vielleicht nicht so wehtun, wenn man wirklich merkt, okay, das passt einfach nicht rein. Ich glaube, du warst oben noch nicht durch alle Sachen oben? Durch. Mhm. Dann gehen wir mal zurück. Oh, man geht ja eben im Kreis, ne? Mhm. Ja, das ist echt eine schöne Idee. Wohin? Warte mal, hier müssten doch noch. Da oben auf der. Bist du da schon lang? Die Strecke? Ne, das ist doch neu. Game Design Mockup. Das sieht ein bisschen aus wie die kaputte Hecke. Guck mal, da unten ist unser Büro. Hm, stimmt. Beziehungsweise die anderen. Drei Varianten. Stanley's Office. From left to right, the evolution of Stanley's Office over time. The first was created in November 2011, March 2012 and the third in February 2013. Was man sich da Gedanken macht, so als hätte es das nicht auch getan. Kannst du da reingehen und den Computer drücken? Achso, nee. Nee. Tja. Das ist jetzt aber. Da waren wir schon wieder. Was ist denn hier? Ich frage mich halt, ob ich hier auch wieder rauskomme aus dem Museum. Achso, das sind da die E-Mails. Ja, das habe ich mich auch eben gerade gefragt. Da geht's wieder nur runter. Hier ist der Kriegsschauplatz. Hier vorne rechts rum geht's dann zum Ausgang, oder? Oder ja. Wenn es überhaupt einen Ausgang gibt. Müsste man jetzt mal probieren. Ich weiß schon gar nicht, wie wir reingekommen sind. Nee, zurück. So. Falsch. Ah. Da, links. Ja, ja. Dann die Treppe hoch. Ach so. Ja, gut. Witzig, eben gerade ist mir aufgefallen, jetzt sehe ich die Maus auf einmal wieder. Da ist die Tür weg. Kannst du die Taste drücken, wenn du davor stehst? Nee. Nee, okay. Versuch mal die Türen, die unten sind. Die Türen hier. Die da hinten. Ich glaube, ich bin halt hier jetzt aufgeschmissen. Ja, da muss doch ein Weg rausgehen. Wo aus dem Himmel sind wir auch nicht rausgekommen. Mhm. Das wird halt eins von den Enden sein hier, oder? Ist man auf ewig verdammt im Museum rumzulatschen. Hinten sind bloß die Audioaufnahmen. Ne, da geht's auch nicht weiter. Ja. Versuch mal bitte nochmal oben lang. Jetzt hier den Gang runter, hier? Den. Ah ne, das sind bloß wieder die. Das ist dieses komische Zen-Ding, das haben wir aber noch nicht. Also, zumindest noch nichts gesehen, was dem ändert. Das ist der Trailer. Was ist, wenn man hier weitergeht? Das ist einmal hier die Varianten. Auch überall schon. Meeting Room. Und da drüben, den anderen Weg entlang. Das war das Telefon. Telefon. Wo kommt man da hin? Achso, jetzt ist man hier wieder. Ich kann hier nochmal raufgehen, aber. Nee, aber dann sind wir tatsächlich alles abgelaufen. Aha, naja, dann müssen wir wohl doch wieder von vorne anfangen. Ah, nee, warte mal. Hier, Exit. Oh, Exit! Ach, da waren wir sogar vorher schon mal kurz. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another.
how they both wish to be free. Drück mal. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. No. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Ja, du hättest Escape drücken müssen. Wieso ich? Du hast Escape. Ja, aber habe ich hier ein Escape drauf? Stimmt. Das ist ein Startbutton und Select. Nix Escape. Vielleicht hat er es ja doch wieder überlebt. Aber macht er denn jetzt nichts? Drück mal Startbutton. Nee, also den. Pausiert. Ich wette, du musst neu machen, sonst geht's nicht. Dann hatte ich ja trotzdem keine Wahl. Soll ich noch nicht noch ein bisschen abwarten? Glaube nicht. Dann können wir ganz kurz warten. Ich glaube, die Leute mögen das, wenn wir so ins Dunkle reinreden. Das ist so wie bei der unendlichen Geschichte, wo dann die Kaiserin kommt und sagt, Bastian, aber Mondenkind, ich dachte, du wärst tot. Nein. Ich mochte das. Er ist auch toll. Total gern. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Tja. Na schön. Dann machen wir neu. Ich hoffe, jetzt ist das nicht dann, dass er sich jetzt nicht gemerkt hat, was wir angestellt haben. Was für einen Unsinn wir gemacht haben hier. Wieder Quatsch. Jetzt lädt er auch ganz schön lange. Ja, der muss jetzt die ganze Welt neu bauen. Der Erzähler? Ja. Der geht überall lang und pinselt erstmal alles ab. Ja. Na? Ja. Geschafft. Aber es ist immer noch der Durchlauf. Okay, cool. Ja, schön. Dann schaue ich im nächsten Mal. Ich habe noch zwei, drei Sachen, wo ich denken würde, da denke ich doch mal dran. Na dann, bis dann. Ciao.